Willkommen zurück zu Lego City Undercover. Wir wollen uns heute die Cherry Tree Hills vornehmen. Und zu den Cherry Tree Hills gehört hier, ja, auch die Polizeistation. Und in der Polizeistation gibt es auch, ich glaube, 10 Goldsteine waren es. Und das war's dann aber, glaube ich, auch. Also 10 Goldsteine gab es hier noch zu finden. Es gab hier, glaube ich, aber auch noch diverse Goldsteine zu kaufen. Und anschließend wollen wir uns die Cherry Tree Hills vornehmen. Deswegen, ja, die Folge, ihr seht's, dauert heute ein bisschen länger. Ich hatte überlegt, das in 2 Parts zu schneiden. Da haben wir dann gedacht, ach komm, irgendwann wollen wir auch fertig werden damit. Ich bin auch froh, wenn ich das dann irgendwann alles fertig geschnitten habe. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich habe schon alles fertig, zumindest Gameplay-mäßig, alles fertig aufgenommen. Alles mittlerweile abgeschlossen, zu 100% das Spiel. Also so viel kann ich euch verraten, ich werde es auf jeden Fall schaffen. Und ja, wir werden jetzt die einzelnen Distrikte hier mal noch abarbeiten und beginnen, wie gesagt, beziehungsweise machen heute weiter mit den Cherry Tree Hills und sammeln heute diverse Goldsteine hier. Ja, was kann ich dazu sagen? Natürlich wie immer jetzt hier bei dem ganzen Spaß hier, wo wir jetzt hier 100% komplettieren, nachkommentiert, deswegen. Ja, 40 Minuten muss ich jetzt noch mir irgendwas aus den Fingern saugen und euch hier zu diesem Spiel erklären. super. Nee, was ich sagen will, die Cherry Tree Hills, das war, glaube ich, entweder war es der letzte oder der vorletzte District. Ich habe danach diese Brücke gemacht, die sich hier gleich an die Cherry Tree Hills anschließt. Auf jeden Fall, ja, ich habe das hier versucht, anfangs komplett ohne Internetlösung zu machen. Also komplett alles selber zu finden. Das war mein Plan zunächst und der ist jämmerlich nach hinten losgegangen. Warum mache ich hier nichts? Ich hier erstmal nur rumstehe, Alter. Ja, es ging völlig nach hinten los. Also ich habe mich dann so verirrt und bin dann so verpeilt teilweise zwischendurch rumgelaufen. Also ich habe für diesen Distrikt hier, ihr seht die Aufnahme, dauert 41 Minuten, sodass wir den ganzen Rest einsammeln. Ich habe insgesamt 3 Stunden hier aufgenommen, habe die letzte halbe Stunde damit Internetlösung gemacht. Bis dahin habe ich es gekommen und versucht, ohne Lösung hier durchzukommen. Und wurde dieser hart dafür bestraft. Ich habe dann, glaube ich, die Brücke, die hier direkt sich an die Cherry Tree Hills anschließt, die habe ich dann auch noch ohne Lösung gemacht. Das war allerdings dann auch deutlich übersichtlicher, dieses Gebiet, und deutlich einfacher auch alles zu finden. Aber ja, das hier ohne Internetlösung zu machen, also wenn du viel Zeit hast, ja, dann findest du mit Sicherheit alles, aber wenn du halt keinen Bock hast, 5 Stunden in jedem District da dran zu sitzen, dann ja. So, aber was haben wir hier noch gemacht in der Polizeistation? Ich habe hier erstmal so eine Schlüsselkarte gefunden, die mir dann hier den Aufzug freigeschalten hat. Und hier oben gab es dann links und rechts dann noch einen Abschnitt. Rechts ist für die roten Steine, die konnte man sich dort einfach anschauen. Ja, habe ich nicht so richtig den Sinn dahinter verstanden. Und links können wir uns jetzt diverse Goldsteine kaufen. Ja, also wir konnten uns auch... Verstehe jemand den Sinn dahinter, warum wir uns hier Goldsteine kaufen können? Ich verstehe nicht. Zumal, ja, es ist ja jetzt, du hast hier diverse goldene Steine versteckt in dem Game, ja. Klar, gehört dazu, dass man auch so ein paar goldene Steine einfach versteckt. Und eben andere Goldsteine durch Missionen gewinnt. Und hier gab es, ja, 16 goldene Steine, die man sich einfach noch kaufen musste. Warum auch immer. Ich meine, ich hatte tatsächlich nie Probleme mit den Stats. Weder mit den runden noch mit den eckigen. Ja, also die runden, wo man sich hier die ganzen Charaktere und Autos dafür kaufen kann. Die eckigen, die für die Superbauten da sind. Hatte ich nie Probleme tatsächlich jetzt hier. Im Verlauf des Games noch. Und keine Ahnung, warum man sich gedacht hat, es ist eine gute Idee, hier mal 16 goldene Steine einzubauen. Die man dann eben nur kaufen kann. Verstehe, wer will. Ich glaube, das hier war dann auch der letzte goldene Stein hier. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Und
Und damit hatten wir dann die Polizeistation auch zu 100% abgeschlossen. Ging dann weiter draußen. Jetzt also der Abschnitt für die Cherry Tree Hills. Wir haben 5 Minuten für die Polizeistation gebraucht. 35 Minuten für die andere ist eigentlich grundsätzlich okay. Stellt sich mir die Frage, warum ich mir dort an der Stelle denke, oh, ich lasse dem erst so ein bisschen Vorsprung, lasse den erst mal ein bisschen wegfahren, weil ist ja alles gar kein Problem. Wir haben noch nicht wirklich den Nitro-Rotenstein gefunden, dadurch die Verfolgungsjagden natürlich alle ein bisschen länger gedauert. Wobei das ja jetzt keine speziell ausgeschriebene Verfolgungsjagd war, sondern das war eine Bonusmission. Zwei Bonusmissionen hier. Einmal die, wenn wir in das Polizeiauto einspringen, ja, dann müssen wir dieses Auto verfolgen und den Verbrecher jagen. Und dann gibt es da einmal die Bonusmission, die wir, glaube ich, nur mit Rex Fury machen können. Wo wir eben in das Auto einsteigen, was der Verbrecher hier gerade fährt. Und dann entsprechend mit dem Auto vor der Polizei flüchten und das Auto irgendwo hinfahren. Das ist dann die zweite Bonusmission. So. Aber ja, das Beste, was du hier machen kannst bei diesen Verfolgungsjagden, ist das Auto einfach zerstören. Ganz einfach geht das, indem ihr das Auto so erwischt, dass es entweder auf der Seite oder auf dem Kopf liegen bleibt, weil dann kann er nämlich nicht weiterfahren. Und das Auto wird sich nach und nach selber zerstören und kaputt gehen. Und dann ist es eigentlich relativ easy. Dann sind wir ja als nächstes auf dem Bahnhof. Ich habe jetzt nicht immer 100% den kompletten Weg bis zum Gegenstand, bis zu dem Collectible hier reingeschnitten. Ich denke, man sieht relativ viel. Ich habe die wichtigsten Wege reingeschnitten, ja. Und ansonsten sieht man eigentlich relativ viel auf der Karte. Ja, wo ich mich gerade befinde. Hier die Kaugummi-Automaten. Gibt dann immer so verschiedene Dinge. Wie eben die Kaugummi-Automaten, wo dann da steht, okay, 5 davon musst du finden, beziehungsweise 5 Kisten kaputt machen und dann entsprechend 5 Kaugummi-Automaten draus bauen. Wenn man dann alle 5 gefunden hat, dann schaltet es den Charakter frei. Wie gesagt, ich fände es relativ cool, wenn der Charakter eben dann nicht random irgendwo spawnt, wo er vom Spiel vorgesehen ist, sondern vielleicht gleich in der Nähe oder man eben direkt den Charakter dann geschenkt bekommt, sobald man das letzte Stück dann zusammengebaut hat. Aber ja, egal. Weiter ging es dann mit dem nächsten Rennen, mit dem nächsten Time Trial, wo wir hier durch diese verschiedensten Checkpoints fahren mussten. Ja, mit dem grün-gelben Auto. Hier habe ich mich erstmal relativ gut angestellt. Bin erstmal schön am Haus hängen geblieben. Aber hey, was soll der Geiz? Ich hatte ja genug Zeit. Kommen dann später tatsächlich noch deutlich schwierigere Strecken. Vor allem, was schwierig ist, ist dann, wenn du mit so größeren, beziehungsweise vor allem mit Autos fährst, die größere Reifen haben. Weil mit den größeren Reifen wackelt dann das Auto so ein bisschen mehr. Und dann kann es schneller mal passieren, dass eben dann die Karre, wenn du schnell fährst, irgendwie auf der Seite oder auf dem Kopf landet und dann ist natürlich das Rennen beendet, weil dann geht deine Karre kaputt und ja, wenn die Karre kaputt ist, kannst du das Rennen nicht mehr fahren. Und dann musst du von vorne anfangen, wenn dir das kurz vorm Ziel passiert, ist das umso ärgerlicher. Ich muss sagen, ich habe den Soundtrack vom Rennen dann aber gegen Ende des Games so mehr oder weniger ins Herz geschlossen. Ist echt ein geiler Soundtrack für die Rennmission und allgemein ist ja, glaube ich, auch der Soundtrack. Das habe ich richtig clever gelöst. Hier erstmal schön zu... Ich hätte hier... Lel, Alter, ich hätte einfach über die Sprungschanze fahren können. Habe ich nicht gemacht, weil ich dumm bin. Aber egal, ich hatte genug Zeit, um außen rum zu fahren. Geil. Geil, Alter. Ja, irgendwas wollte ich gerade erzählen, habe ich vergessen. Egal. Auf jeden Fall, ja, du schaltest da natürlich auch immer die Fahrzeuge frei. Was ich jetzt insgesamt aber gar nicht so schwierig fand, war diese Goldstein-Mission hier zu machen. Wie eben zum Beispiel das Rennen oder die Superbau. Ich kann einen Superbau machen. Oder was auch immer. Das mit den Schweinen und so. Das fand ich gar nicht so schwer. Ja, die findet man relativ schnell noch. Gibt es ja dann später auch noch einen roten Stein für den Datenscan dafür. Sondern, was ich viel schwieriger fand, war diese ganzen ja, Charakter-Tokens zu finden. Ja, das fand ich viel schwieriger. Und da habe ich vor allem gegen Ende der Distrikte dann teilweise ganz schön suchen müssen. So, wir sind dann hier gleich bei dem gleichen Haus geblieben. Dann hier
im Garten hinten gab es dann, ihr seht es schon, den nächsten Blumentopf zu gießen, der uns dann den nächsten goldenen Stein eingebracht hat. Und ja, also mit den Kostümen bin ich bis zum Ende nicht klar gekommen, ja. Also klar, es gibt auch dieses Charakterrad, wo man direkt das Kostüm auswählen kann. Ja. Aber habe ich nahezu nie genutzt. Ich habe lieber immer mit den L- und R-Tasten die Charaktere gewechselt. Und ja, hat mir wie gesagt insgesamt einfach besser gefallen. So, da waren wir ja relativ weit oben in diesem Wohngebiet. Ja, gab es schon wieder was zusammenzubauen. Habe ich mich natürlich riesig gefreut, als hier stand eine von drei Hundehütten. Ich habe mir gedacht, oh, das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Dann, also hier so, wo ich mich gerade befinde, hier in diesem Gebiet, sind so die wohlhabenderen Leute untergebracht, die wohlhabenderen Gebäude. Ich habe mir gedacht, okay, zweite Hundehütte auf dem Dach, okay. Und dann sehe ich hier ein Satellit 1 von 4 und denke mir, Alter, fick dich doch, Spiel. Wie viel von diesen Scheißdingern muss ich denn hier noch suchen? Bin dann auf jeden Fall weiter aufs Dach geklettert. Und dann konntest du so ein bisschen über die Dächer springen. Ist eigentlich alles relativ übersichtlich gewesen, bis man dann eben hier rausgekommen ist. Und dann zum einen zu der Katze fliegen konnte. Haben wir uns dann hier quasi die nächste Katze gesaved. Katze Nummer, oh, keine Ahnung, bestimmt auch Nummer 3 oder Nummer 2, oder? So viele werde ich noch nicht gefunden haben. Nummer 4 tatsächlich schon von 17. Und den nächsten Powerbohrer-Abschnitt. Der nächste? Hatte ich schon einen? Ich müsste schon einen gehabt haben. Also, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das müsste eigentlich der dritte sein. Powerbohrer gab es eigentlich, glaube ich, in jedem Abschnitt einen. Die wurden tatsächlich von Mal zu Mal räudiger. Also ich hatte ja gedacht, okay, vielleicht hatte ich dann zwischendurch, also wie gesagt, die sind ja dann relativ schnell räudiger geworden. Ich mir dann gedacht, okay, vielleicht hast du gerade einfach einen schwierigeren Abschnitt gefunden. Nee, die waren dann alle so beschissen. Am Anfang, so wie eben hier gerade den Cherry Tree ist, hast du die alle auf einer Ebene. Später sind die dann auf verschiedensten Ebenen. Du musst dann teilweise sogar noch das Kostüm wechseln, um überhaupt auf die eine oder andere Ebene noch schnell zu kommen. Das ist richtig nervig. Aber das hier war eigentlich mit die einfachste Powerbohrer-Mission. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, wie viele das war. Na, egal. Jo, und dann sind wir immer noch hier in dem Abschnitt. Hier gab es dann so ein Haus mit solchen Sonnenblenden, keine Ahnung, wie ihr es nennen wollt. Und da konnte man hochfliegen. Und dann landet man hier oben bei so einem Tennisplatz. Ja. Den habe ich erstmal schön dieses Picknick verdorben, fand ich gut. Und dann gab es hier was freizubuddeln, nämlich einen weiteren Charakter. Haben uns dann gegönnt, die Tennisspielerin. Ja. Nehmen wir mit, ne, würde ich sagen. Dann gab es hier hinten genau als nächstes einzusammeln eben den Parcours. Man musste ja immer den Stein für den Parcours erst einsammeln, um überhaupt den Parcours freizuschalten. Damit wollten sie eigentlich sicherstellen, dass du auf dem Weg des gesamten Parcours schon mal alles aufgebaut hast, was du eben für den Parcours brauchst. Das Problem ist, wenn du das Jetpack hast, kannst du dich halt auch so hoch betrügen zum Ende des Parcours und dann läufst du natürlich Gefahr, wenn du dann den Parcours machst, dass du noch nicht alles aufgebaut hast. Und hier in den Cherry Trees, ich habe den Parcours, glaube ich, 5 oder 6 Mal gemacht. Das hatte aber dann andere Gründe. So, das war gar nicht so einfach. Ja, da habe ich mich auch richtig doof angestellt, diesen Dieb zu finden. Das war auch die einzige Mission, wo wir hier über die Suchfunktion so einen Dieb finden mussten. Die einzige Mission von diesen Missionen, wo ich mich übelst schwer getan habe, den zu finden. Ich habe hier was rausgeschnitten, weil ich habe doch bestimmt 5 Minuten lang gesucht. Ich habe den nicht gefunden. Bei den anderen Missionen war der meistens direkt im Blickfeld, aber hier nicht. Hier war der nicht im Blickfeld. So, was hatte ich gesagt? Natürlich erstmal schön das Auto kaputt machen. Genau, schön auf die Seite stellen. Und dann explodiert das und dann... Den konnte man, den können wir auch relativ easy sammeln. Ja, aber ich habe mir gedacht, nee, ich versuche es mit der Laserkanone, damit er nicht so schnell wegrennen kann. Problem ist, dass du, wenn der direkt bei dir ist dann, beziehungsweise direkt wieder los, wenn du ihn eben nicht fangen kannst, ihn nicht verhaften kannst, sondern ihm erstmal wieder eine Weile hinterherrennen musst, bevor du dann tatsächlich auch den Knopf bekommst, um ihm die Handschellen anzulegen. Auf jeden Fall,
Dann den ersten Fahrzeugdieb verhaftet. Dort oben sehen wir das Symbol für den Parcours. Ich weiß gar nicht, ob ich den... Nee, der ist noch nicht dran. Der sitzt noch nicht dran. Ich habe erstmal noch ein paar andere Dinge gemacht. Zum Beispiel bin ich hier weiter auf den Dächern rumgerannt. Wie gesagt, immer schön auf die Karte gucken. Ja, wie er auf die Dächer kommt, das ist hier eigentlich relativ easy. Wenn ich jetzt irgendein Dach gefunden habe, beziehungsweise auf irgendeinem Dach bin, wo es eben nicht so offensichtlich war, wie man dorthin kommt, dann habe ich da schon ein bisschen mehr reingeschnitten. Ansonsten, ja, ihr seht, wo das Schwein jetzt war auf der Karte. Und dann müsst ihr dort einfach aufs Dach hoch. Und das ist mit dem Jetpack vor allem, ist es absolut gar kein Problem. Wenn ihr das Jetpack noch nicht habt, dann macht es einfach später die Mission. Mit dem Jetpack wird alles einfacher. Ja, damit haben wir auf jeden Fall dann das nächste Schwein zurückgebracht. Auf dem Weg hier zur Schweinekanone ist mir tatsächlich schon eine weitere Kiste aufgefallen, wo man einen Kaugummi-Automaten bauen kann. Genau, die hier vorne. Wahrscheinlich ist sie mir tatsächlich auch beim Spielen aufgefallen. Und das war dann Kaugummi-Automat Nummer 4, glaube ich. Ne, Nummer 3. Weiter ging es dann hier bei der Security Bank. Wie gesagt, immer schön auf die Karte schauen. Na, ist wichtig. Und hier gab es dann eine Teleportationsstation, die uns, glaube ich, in die Bank reingebracht hat. Ja, man geht hier in die Bank nicht durch die Tür, sondern durch die Teleportationsstation. Denke ich, ist normal. Ist ja bei uns im Alltag also, dass wir uns rein teleportieren müssen in die Bank. Und damit gab es den nächsten Charakter, Dave Something. Und ja, hier war ich tatsächlich auch noch nicht drin. Ist tatsächlich eine ganz geile Funktion mit dem Dynamit. Na, wenn du freie Dynamit zur Verfügung hast, einfach wegzusprengen, ist mega geil. Und da gab es hier Kaugummi-Automat Nummer 4. Und Nummer 5 ist hier unten bei diesem Durchgang. Das ist die nächste Kiste. Bauen wir den auf und dann gibt es entsprechend den Charakter dazu, der eben, wie gesagt, dann irgendwo auf der Map spawnt, wo es eben vorprogrammiert ist. Und wenn du halt gerade einen Kaugummi-Automat aufgebaut hast, der 10 Kilometer weg ist, ist es dem Spiel scheißegal. Der Charakter spawnt trotzdem genau dort an der Stelle. So, aber war dann jetzt in dem Fall gar nicht mal so weit weg. Der Straßenrennfahrer erfolgreich freigeschaltet. So, dann gab es hier Kleidungsgeschäft. Hier gleich gegenüber vom Bahnsteig ist der. Da schalten wir einmal so einen riesigen Stein frei, so einen riesigen Superstein. Wie gesagt, ich habe die Supersteine nahezu alle rausgeschnitten, weil die gehören einfach nicht zu den 100% dazu. Und die haben einfach so random mitgefunden. Aber was gab es hier drin noch? Genau, wir konnten diese zwei Möbel einfärben mit der Superfarbkanone. Natürlich mega angenehm. Und dann haben wir hier oben so einen Charakter, der dort erschienen ist. Wie wir dorthin kommen, ja, zeige ich euch gleich. Vorher machen wir aber den Geldautomaten kaputt. Der lag nämlich auf dem Weg dorthin. Geldautomat Nummer 6, den wir zerstört haben. Und dann klettern wir hier einfach an diesem, keine Ahnung, soll es eine Regenrinne sein eigentlich? Keine Ahnung, was das ist. Hoch und dann schwingen wir hier von Fahne zu Fahne, klettern hier einmal rüber und dann haben wir den Charakter Easy Going eingesammelt. Den George Vater Bensonbury. Und dann war es Zeit. Genau, dann war es Zeit für den Parcours. Ich habe euch jetzt tatsächlich den erfolgreichen Versuch reingeschnitten. Ich habe den, wie gesagt, 5 oder 6 Mal habe ich den bestimmt gemacht. Auch zu Ende gemacht, 5 oder 6 Mal. Tatsächlich. Aber das Ende war einfach nicht da. Das Ende war einfach nicht da, weil ich nicht alle Uhren eingesammelt habe. Weil ich ein Depp bin. Ich habe mir halt gedacht, okay, ich mache es einfach auf die schnellste Art und Weise und scheiß auf die Uhren, die es hier gibt. Ja, die kosten mich nur mehr Zeit, als sie mir Zeit bringen. Und habe dann eben die Uhren liegen gelassen und habe mich gewundert, warum am Ende kein Ziel erschienen ist, beziehungsweise da kein Ziel erschienen ist, habe ich mir überlegt, okay, wo muss ich denn jetzt lang? Obwohl ich schon am Ziel war und es war halt wirklich nirgendwo mehr irgendwas zu erkennen, wo du hättest lang gehen können. Und ja, da habe ich mich halt dann dumm und dämlich gesucht. So, 3. von 7 Uhren. Deswegen hier habe ich schmerzlich dann lernen dürfen. Du brauchst alle Uhren, wenn du den Parcours erfolgreich beenden willst. Habe ich überhaupt die richtige Version geschnitten? So, 5 Uhren. Ich bin nämlich gerade am überlegen, ob ich direkt am Anfang nur vergessen habe. Dann werde ich jetzt gleich sehen. Wenn ich jetzt die falsche reingestellt habe, raste ich aus. So, Nummer 6.
Nee, eigentlich habe ich die richtige reingeschnitten. Da habe ich schon drauf geachtet. Genau, dort hinten Uhr Nummer 7. Und damit schalten wir dann auch... Ja, ihr habt es gesehen vielleicht. Genau in dem Moment, als wir die Uhr eingesammelt haben, ist dort hinten das Ziel aufgeploppt. So, wir krachen mal wieder jämmerlich gegen so eine Werbetafel und landen im Ziel. Parcours erfolgreich abgeschlossen. Und damit schalten wir nicht nur einen weiteren goldenen Stein frei, sondern auch den Baseballspieler. Jo, dann hier auf dem Weg des Parcours haben wir ja schon gesehen, hier so einen Schild, den wir löschen können. Habe ich mich direkt daran erinnert und eben gleich wahrgenommen, die Chance, diesen Grill zu löschen. Ansonsten, ja, ging es dann weiter. Wieder hier oben in der Nähe vom Wohngebiet gab es auch eine Poststelle. Und bei der Poststelle konnten wir hoch aufs Dach. Wenn ich denn dann die richtige Verkleidung ausgewählt habe. Ja, das Problem ist, diese Gärtnerkleidung, die ich aktuell anhab, und die Minenarbeiterkleidung, die sahen sich immer relativ ähnlich und da habe ich die doch hin und wieder ein bisschen vergessen. Ja, und hier gab es das nächste Schwein, was zur Schweinekanone gebracht werden wollte. Ich habe im Übrigen die Wege zur Schweinekanone dann immer drin gelassen. Ja, habe ich mich ja am Anfang tatsächlich auch schwer getan. Man muss grundsätzlich einfach auf das Schwein draufspringen, dann sieht man schon, zum einen sieht man diese grünen Pfeile auf der Map, die einem die nächste Kanone anzeigen. Nicht auf der Map, sondern direkt auf dem Bildschirm. Und dann hast du ja links unten auch immer noch die Map, die dir deinen Weg eigentlich anzeigt. Und dürfte eigentlich dann nicht das Problem sein, aber hin und wieder, wie gesagt, am Anfang war es ja bei mir auch ein Problem, das Ganze hier zu lösen. So. Ja, hier habe ich mir dann, wusste ich nicht, ja, wie komme ich jetzt hier rüber über den Bahnsteig? Ich habe keinen Bock, dort unten lang zu krabbeln mit dem Schwein. Aber blieb mir dann am Ende nichts anderes übrig und... Ja, das Schwein haben wir ja dann trotzdem erfolgreich wegbringen können. Und damit, ja, beide Schweine gefunden in den Cherry Tree Hills. Ist ja mega knuffig, wie die Schweine dann dort in der Kanone drin sind und dann weggeballert werden. Damit schon das 8. Schwein zurückgebracht. Und 166 goldene Steine hat man dann jetzt auch schon. Weiter ging es dann mit der nächsten Hundehütte, glaube ich. Hier, genau, da habe ich jetzt, genau, hier habe ich dann den Baum zerstört, da gab es dann Hundehütte Nummer 2 zu bauen. Da kann ich dann später noch was zu erzählen, eine mega erbärmlich. Und dann habe ich weiter Hundehütten gesucht und was finde ich? Ich finde den Briefkasten, der eingefärbt werden muss. Ja, 1 von 3. Nächste Sache, die wir hier sammeln müssen, die wir suchen müssen auf der Map. Und so langsam aber sicher ist mir die Lust vergangen. Und deswegen wahrscheinlich dann auch nachvollziehbar am Ende, warum das mit der Brücke danach, ja, der letzte District war, den ich ohne Hilfe gemacht habe. Dann hier den nächsten Superbowl errichtet. Dort gab es dann auch schon die nächste Kiste auf dem Dach. Seht ihr ja alle schon. Die uns entsprechend den nächsten Satelliten gebracht hat. Ich habe gerade gedacht, ich springe hier runter, ohne die Kiste zu zerstören. Jo, zweiter Satellit. Gab es ja dann auch nur noch 2 weitere zu finden. Alles kein Problem. Aber was gab es hier? Ach, die dritte Hundehütte. Genau, die gab es dann direkt hier unten noch zu bauen. Und dann, Achtung, taucht irgendwo auf der Map jetzt gleich der nächste Charakter auf. Das Problem ist, dass ja halt jetzt links unten nicht die Map angezeigt wird, wo dieser Charakter ist. Ich habe mich dumm und dämlich gesucht, bis ich mal diesen Charakter-Token gefunden habe. Also es dauert jetzt auch noch eine Weile, bis wir den einsammeln, weil wie gesagt, ich habe mich dumm und dämlich gesucht. Ich habe den partout nicht gefunden. Ich habe den nicht gefunden. Ich habe das Haus, den Hintergarten, der war wie weg. Ist nicht so, dass ich 3-mal vorbeigelaufen bin an dem Charakter-Token. Ich habe einfach den Garten nicht gefunden. Dabei war es am Ende gar nicht so schwer. Deswegen, ja, haben wir dann hier erstmal eine schöne Kaffeepause eingelegt. Ja, wenn sich das eben dann schon so ergeben hat. Und hier dann beim selben Haus, dort bei der Kaffeepause, konnte man dann hochklettern. Und ja, Chase hat sich gedacht, nö, ich mach nicht, was du willst. Auf jeden Fall konnte man dann hier ganz hoch aufs Dach klettern. Und ihr seht schon, da haben wir die nächste Kiste. Sprich, Satellit Nummer 3 von 4.
Und ja, dann mal wieder auf die Map schauen. Ich befinde mich mal wieder auf einem Dach. Wie gesagt, alles, was ich jetzt nicht groß und breit eingeblendet habe. Da ist es relativ easy drauf zu kommen. Ihr seht, wir befinden uns in der Nähe von der Burgerbude. Und hier gab es den zweiten Powerstern auf der ganzen Map. Den ersten Powerstern hat man ja während des Story-Modus gefunden. Und den zweiten jetzt quasi hier in den Cherry Tree Hills. Dann waren wir wieder dort bei dem, bei den Hochhäusern, wo wir ja unsere erste oder zweite Spezialmission hatten. Und hier gab es dann quasi einen Alien zu fangen. Ich glaube sogar den Alien der Cherry Tree Hills. Zwei dürften es hier nicht gewesen sein. Aber ja, die Cherry Tree Hills waren insgesamt sehr, sehr umfangreich. Aber dann auch schon das sechste Alien, was wir hier gefunden hatten. Nice. Jo, weiter ging es dann mal wieder auf die Karte schauen, wo ich mich befinde. Hier dann bei dem Gebäude, wo wir einfach mal hochklettern. Hier dann habe ich es tatsächlich mit drin, wo man hier hochklettern muss. Ja, um eben hier hochzukommen. Genau. Dann gibt es hier zwei Möglichkeiten, auf das nächsthöhere Gebäude zu kommen. Entweder wir nutzen diese Astronautenbox, ja. Die bringt uns dann nämlich gleich eine kaputte Leiter runter. Oder wir fliegen eben so hier hoch. Ich habe mir da gedacht, okay. Ah, jetzt hat mir das was runtergeworfen. Was ist das? Bau mir die Leiter zusammen. Denk mir, alles klar. Hätte ich auch sein lassen können. Und dann brechen wir hier die Tür auf. Was war hier drin? Ah ja, genau. Genau. Darüber kommen wir dann nämlich hier Stockwerk weiter oben raus. Ja, wir hätten auch einfach wieder hochfliegen können mit unserem Jetpack. Dafür haben wir es, ja. Ja, aber manchmal funktioniert das auch mit dem Jetpack nicht. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, dass wir das uns auch mal angeschaut haben. Ja, nicht immer ist das Jetpack die ultimative Lösung. Und dann gab es hier eine Gang zu verhaften. Hören wir mal rein, was sie zu erzählen haben. Okay, hier ist der Plan. Wir gehen zum Basketballfeld und benehmen uns so richtig daneben. Du meinst mit dem Ball rennen, anstatt zu dribbeln? Nein! Sachen kaputt machen und so. Oh, total irre. So wie die Basketballregeln? Es wird kein Basketball gespielt. Ah, verstehe. Wir spielen Völkerball. Okay, du bist raus aus der Gang. Alle anderen, Abmarsch! Also ich mochte den Typen. Der hat das Ganze nicht so ernst genommen wie der Anführer der Gang. Aber hey. Also, dann hier quasi in das Feld reingegangen, um die Mission zu starten. Und dann, ja, wie wir das kennen, bei den Gangs 5 Leute, 4 davon, die wir quasi im Kampf dann besiegen mussten, verhaften mussten, den 5. dann mal wieder, wie immer halt, hinterherrennen. Eigentlich jetzt kein großes Problem. Tatsächlich habe ich hier den Hit kassiert, Alter. Nice. Ja, schön, wie gekickt, oder was? Muss er 2? Bis dann irgendwann. Halt, und natürlich, Polizei. Wie gesagt, wie immer, rennt dann natürlich der Letzte weg. Aber wir hatten ja die Laserkanone, mit der ich zur Not auf den schießen konnte. Beziehungsweise, ich renne ihm einfach hinterher und dann, ja, wie gesagt, ist er dann auch kein großes Problem mehr. So, 5 von 16 Gangs. Dann auch schon insgesamt hier. Also wir haben hier, während wir den Story-Modus verfolgt haben, schon ein bisschen was geschafft. Und der zweite Briefkasten, den haben wir dann ja auch gleich noch gefunden. Weiter ging es dann hier an der Stelle. Wieder auf die Karte schauen. Hier mussten wir das Ding aufsprengen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, über diese Wand hochzuspringen. Wenn wir dann hier hochgesprungen sind, oben auf dem Dach, war es wieder relativ geradlinig, hat man dann den Rapper hier gefunden. Dann sind wir mal wieder hier bei einer dieser Villen. Und hier finden wir tatsächlich dann auch die letzte Satellitenschüssel, die wir aufstellen müssen, die uns dann den nächsten Charakter-Token bringt. Und tatsächlich, der war gleich hier in der Nähe. Direkt hier bei dem See. Bei dem Ententeich. War ausnahmsweise mal dankbar. Ja, war nicht so weit weg, war einfach zu finden. Wie gesagt, ich habe aktuell immer noch nicht den Charakter-Token gefunden für die Hundehütten. Ja, aber den findet man jetzt. Der befindet sich nämlich hier, tatsächlich hier in dem Hintergarten. War dieser scheiß Charakter-Token für die 3 Hundehütten, der Werwolf. Habe ich mich gefreut, als ich ihn gefunden habe. Dann mal wieder auf die Karte schauen. Gab es hier was, wo wir hochfahren konnten?
hochlaufen, je nachdem, wie ihr das sehen wollt. Und ja, da gab es zum einen, was hier über den Polizeiscan, so ein Geheimnis, was wir finden konnten, wo wir einen weiteren Charakter-Token dann dafür bekommen haben, den Detektiv, ja, zu Recht eigentlich, so versteckt, muss man jetzt tatsächlich mal so sagen. Und dann gab es dann die Möglichkeit, hier dann quasi noch weiter nach oben zu gehen. Und dann habt ihr vielleicht schon das Gebäude gesehen, an dem ich gerade vorbeigelaufen bin. Dort auf dem Gebäude gab es dann auch noch ein, zwei Dinge zu holen. Also nicht ganz unwichtig gewesen, hier hochzufahren. Zum einen die Rex Fury Statue, die wir hier wegsprengen konnten. Nummer 8 tatsächlich schon. Und dann gab es hier, ja, so ein Hühnchenfeld, das uns dann hier den Flug ermöglicht hat zum Gebäude hier drüben. Weil anders bist du... Ah, vielleicht wären wir mit dem Jetpack hochgekommen. Ich sag dir, jetzt mit Sicherheit irgendwas gegeben, wo wir uns hätten draufstellen können, dann wären wir hier hochgeflogen. Das wäre mit Sicherheit möglich gewesen. Also wie gesagt, mit dem Jetpack erreicht man nahezu alles. Ja, nahezu alles. Und ja, über das Teleportationsteil Dingenskirchen konnten wir uns dann hier oben auf den Turm, auf den höchsten Punkt der Cherry Tree Hills teleportieren. Um aber ganz nach oben zu kommen, mussten wir diese Schalter so schnell wie möglich aktivieren, beziehungsweise innerhalb von 10 Sekunden alle Schalter, waren glaube ich 10 Sekunden, vielleicht auch 12, alle Schalter aktivieren. Hat uns zum einen den Moderator gebracht und zum anderen diese Station hier, wo wir unsere Fahne reinstecken, und dann haben wir den Bezirk erobert. Die Cherry Tree Hills quasi unter unserer Kontrolle. Dann sind wir hier bei diesem Autogeschäft. Ja. Einfach oben aufs Dach drauf. Easy going. Und dann hier einbrechen. Das schaltet dann, ja, die nächste Autodiebstahlmission frei. Also mal wieder vor der Polizei fliehen. Keine Ahnung, warum wir als Polizist die Aufgabe haben, Autos zu stehlen. Ich würde es verstehen, wenn es gestohlene Autos sind, die ich stehlen muss. Dann verstehe ich aber wiederum nicht, warum ich die Polizei verfolge. Ja, ich meine, also Chase scheinbar so. Also entweder ist Chase dann doch noch irgendwie im Verbrechen mit drin und macht das gerne. Oder... Ja, ich weiß es nicht. Also macht für mich alles keinen Sinn. Macht für mich... Also diese Autodiebstahlmission, die macht für mich tatsächlich sehr, sehr gut Sinn. Ist dann auch immer so ein bisschen nervig. Ja, du willst hier so einen Distrikt abschließen. Ja. Und dann hast du hier eben diese Autodiebstahlmission, die dich komplett auf die andere Seite der Game Map bringt. Also wirklich komplett auf die andere Seite der gesamten Game Map. Und du dann wieder zurückgehen musst. Richtig nervig sowas. Richtig nervig. Fand ich das. Also hier hätte ich es geil gefunden, dass wenn du die Mission abgeschlossen hast mit dem Autodiebstahl, quasi das Auto weggeschafft hast, dich das Spiel direkt wieder dorthin zurücksetzt, wo du das Auto gefunden hast. Also in dem Fall quasi oben auf das Dach von diesem Autoladen, damit du eben direkt bei dem District weitermachen kannst. Aber nee, du bist halt dann dort, wo du das Auto hingeschafft hast. Und ja, wie gesagt, wenn du gerade dran am Arbeiten bist, so einen District abzuschließen, dann ist das auf Dauer ziemlich nervig, dann dort immer wieder zurück in deinen District zu fahren. Und vor allem, ja, ihr seht, das war ja auch keine kurze Mission. Das hat ja ewig gedauert, dieser Scheiß. Und verarscht hat mich das Spiel dann auch noch mit dem Weg. Verarscht hat mich das Spiel dann hier auch noch. Ja, wir komplett verfahren. Zeigt mir erst, dass ich dort vorne lang fahren muss. Und dann zeigt mir, ah nee, fahren wir doch nicht dort vorne lang. Aber wenigstens habe ich dann hier den Weg gefunden. Und dann bin ich tatsächlich hier unten noch lang gefahren? Sehr erbärmlich. Ich habe gedacht, ich habe jetzt gleich die Abkürzung genutzt. Nee, euch nicht. Ich bin noch mal ein schönes Kreisel gefahren, um dann die Karre auch hier ganz ordnungsgemäß laut Navigationssystem reinzufahren, anstatt einfach durch
Auf jeden Fall dann erfolgreich abgeschlossen. Fahrzeugdiebstähle abgeschlossen. 2 von 13. Gibt natürlich dann auch die Valkyrie als Fahrzeug und natürlich den nächsten Bornstein. Dann die nächste Bonusmission. Ja, wir hatten es ja vorhin schon gesehen gehabt, als ich in das Polizeiauto eingestiegen bin und wir den Dieb mit diesem Fahrzeug verfolgt haben. Jetzt schnappen wir uns das Fahrzeug und bringen selber das Fahrzeug weg, um dann, glaube ich, auch tatsächlich dieses Fahrzeug hier freizuschalten. Aber lustigerweise bekommen wir hier keine Mission für die Verfolgungsjagd, merke ich gerade. Ich sehe gerade, auch das dauert ziemlich lange. Muss ich das Fahrzeug, bringe ich das Fahrzeug eigentlich jetzt gerade nochmal genau an dieselbe Stelle, wo wir es gerade eben hingebracht haben? Das wäre absolut... Nee, ich glaube, wir bringen dieses Fahrzeug zum Flughafen. Und der Flughafen ist, wenn ich mich recht entsinne, nochmal weiter weg als das, wo wir gerade eben schon hingefahren sind. Aber ich habe mir gedacht, ja komm, ist vielleicht trotzdem nicht so verkehrt, das dann alles hier immer mit ja, drin zu behalten. Oder bringe ich es nicht zum Flughafen? Weil wenn ich jetzt hier links lang fahre, macht es keinen Sinn. Dann bringe ich es eigentlich nicht zum Flughafen. Weil der Flughafen ist wirklich ungefähr der Ort, der mit Abstand am weitesten weg ist von den Cherry Trees. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Flughafen am weitesten weg war von den Cherry Tree Hills. Bringe ich das denn zum Flughafen? Batterieleistung lässt nach. Haha, geil. Ja, das passt natürlich auch gut rein. Ja, gut. Ich kann euch sagen, die Batterie ist nicht leer gegangen. Ich weiß nicht, ob es nochmal irgendwann aufploppt hier. Ich habe dann irgendwann meine Batterie geladen. Also, keine Sorge. So. Immer sehr gefährlich, was ich hier mache, ja, diese einzelnen Sprungschanzen zu nehmen. Hin und wieder landet das Auto dann so komisch, dass es einfach auf die Seitlage springt und dann kannst du nochmal von vorne anfangen und dann bist du einfach nur am Weinen, wenn du das Ganze nochmal von vorne machen kannst. Ich habe so langsam das Gefühl, ich fahre doch zum Flughafen, weil wir sind mittlerweile schon, glaube ich, das war das Nobelviertel mit den Museen und alles. Und vom Nobelviertel aus geht es eigentlich nur noch über eine Brücke. Und dann sind wir beim Flughafen-District. Und dann sind wir wirklich einmal komplett am anderen Ende der Map. Ja, dort vorne geht es jetzt rechts über die Brücke und dann sind wir komplett am anderen Ende der Map. Das musst du dir mal überlegen. Solche Missionen gibt dir das Spiel, wo du einfach mal quer über die ganze Map fahren musst. Ich hatte eigentlich auch mit so einem Rennen, mit so einem Time Trial gerechnet, wo man einmal komplett um Lego City fahren muss. Ja. Einmal finde ich, glaube ich, ist es eigentlich ganz geil, aber sowas war da nicht dabei. Aber eben sowas, wo du einmal quer durch ganz Lego City fährst, um so ein Auto abzuliefern. Richtig, richtig nervig sowas. Aber am Ende auch das abgeschlossen. Die Bonusmissionen, ja, steht zwar Bonusmission da, gehören aber eben zu den 100% dazu, weil, ja, steht nicht nur da, dass wir Bonusmissionen abschließen, sondern eben, wir bekommen ja auch ein Fahrzeugtoken dafür, den Rebellion. Dann in den Cherry Tree Hills einfach mal die Zugtunnel folgen. Ja, dann kommen wir hier raus, hier so an diesem Zwischenstück und da gibt es einen wertvollen Stein zu zerstören. Und dann geht's zurück in die Cherry Tree Hills und hier an der Stelle haben wir unseren dritten Briefkasten, den wir einfärben mussten. Die Briefkästen ein bisschen weiter auseinander gewesen. Ja, und der Charakter-Token, der ist dort, wo in der Nähe, beziehungsweise direkt bei dem Haus, wo der Parcours geendet ist, ja. Dort einfach auf das Haus hochklettern, gibt es auch so eine blaue Stange, wo man einfach hochklettern kann und dann bekommt man dort den Charakter-Token. Dann bin ich mal wieder auf den Dächern unterwegs, wie gesagt, in dem Fall, wenn ich nicht alles reingeschnitten habe, einfach mal auf die Karte schauen, ja, wo ich hier gerade rumgeister. Ist eigentlich relativ einfach, dann dort auf die Dächer zu kommen.
Und ja, dann gab es hier noch eine Teleportationsstation, die uns den drittletzten, ich glaube den drittletzten Charakter geliefert hat, den wir dann einsammeln mussten. Mittlerweile hatte ich alle goldenen Steine, zeigt dann auch am Ende nochmal, dass ich wirklich alles habe. Dann ging es nochmal hier auf so ein Dach drauf. Hier waren wir ja schon ein, zwei Mal auf dem Dach. Hier könnten wir uns noch was runterschießen vom Himmel. Nämlich ein weiteres Katapult, was ich ignoriert habe. Ja, okay. Ach ja, genau. Hier habe ich mir den Clown geholt. Hier, den hätte ich mir damals schon holen können mit dem Schwein. Einfach hier vorsichtig runtergehen und den Clownräuber Lou einsammeln. Und der letzte Charakter-Token dafür mussten wir hier direkt an der Brücke der Cherry Tree Hills 3 Bäume einfärben. Dann ist der letzte Charakter-Token erschienen. Und dann hatten wir es endlich geschafft, die Cherry Tree Hills zu 100% abgeschlossen. Das war die heutige Folge Lego City Undercover. Ich denke, die anderen Folgen werden auf jeden Fall nicht länger werden. Ich gehe stark davon aus, dass sie kürzer werden. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein hier zu Lego City Undercover. Ich hoffe, dass euch das hier eine kleine Hilfe ist, falls ihr selber versucht, die 100% abzuschließen. Dann bedanke ich mich, wie gesagt, nochmal dafür, dass ihr dabei wart. Und dann schaltet gerne beim nächsten Mal ein, wenn wir dann die Brücke hier abschließen, die sich direkt an die Cherry Tree Hills anschließt. Bis dahin. Macht's gut.